Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Die Yogi ist mal wieder back am Stessel für euch. Heute wieder mit einer neuen Map-Vorstellung. Und zwar jetzt im zweiten Teil die Eifel mit Terra Live Plus. Das Ganze gibt es im Mod Hub. Ist heute gekommen am Samstagmorgen um 8.31 Uhr. Mit allen Karten, mit den vier Stück, wie angekündigt wurden. Plus die Base, Utilities, Assets und Animal Food Plus. Ach, guck mal, da gab es sogar direkt schon ein Update. Uiuiui, sind die schnell. Ja, wir wollen uns jetzt die Eifel anschauen. Wie immer gilt, gerne ein Like auf das Video, Abo da lassen, das kostet euch nichts. Wir schauen uns die Karte ganz spontan an aus der Sicht. Kann mich die Karte abholen oder nicht? Auf Details möchte ich gar nicht eingehen, denn das sollt ihr auch selber ein bisschen rausfinden und selber entdecken. So, dann der erste Schritt, wie immer, schauen wir uns die PDA an. Wir haben hier auf jeden Fall auch wieder das originale Höhenmodell dazu. Und das Gelände, das Terrain ist schön integriert. Wir haben hier definitiv größere Felder. Zumindest mal hat es den Anschein. Wir werden uns das Baumenü anschauen. Das interessiert euch natürlich auch immer. Auch hier habt ihr definitiv jede Menge zu malen. Und die Pflanzen von Terra Live sind hier auch mit dabei. Gut. Soweit zu dem Thema. Das Ganze gibt es natürlich nur für PC, weil dort im Hintergrund jede Menge, ich weiß nicht, aber mindestens ein Skript läuft und das ist leider auf Konsole verboten. Danach hat jemand seinen Hut verloren. Ist das ein Sammelobjekt zufällig? Naja, gut. Also, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Lass mich mal ganz kurz reingucken. Das Ganze kommt vom Sergeant Bilko. Na, und Farming Agency. So, wir starten. Wo starten wir denn? Da unten. Am Ende der Geschichte. Also wir starten hier diesmal nicht direkt am Hof. Wir haben die Trigger an. Wir haben hier definitiv ein anderes Environment. Na, von der Beleuchtung her. Jetzt im Verhältnis, wo wir gerade vorher noch die Holze angeschaut haben, finde ich, mag man es definitiv. Wir haben hier das Gebäudepack, das Hessenpack vom Barney dabei. Ihr braucht ein paar Mods, aber alles kein Thema. Er startet die Karte und das Ganze wird runtergeladen. Meine persönliche Meinung an der Stelle, ich habe mich an dem Pack satt gesehen, muss ich sagen. Durch das, dass ich es halt selber auf meinen Karten verwendet habe und bespielt habe. Ich glaube, ich habe es gefühlt fast auf jede Karte bei mir einmal verwendet. Deswegen habe ich mich an dem Hof definitiv satt gesehen. Das wäre jetzt definitiv mal meiner nicht. Aber wir haben hier halt schöne Details. Ne? Auch mal hier einen kleinen Gulli dazu. Hier die Dreckspur raus aus dem Feld, aus der Wiese. Wir machen das wie immer so. Uns gehört die 1 und die 74. Und dann kaufen wir uns wie immer das ganze Gelände. Es dauert ganz kurz. So, nun sind wir um ein paar Euros reicher. Gut, hier haben wir noch ein paar kleine Problemchen. Falls Timo oder so noch da sind. Ansonsten geht ihr einfach hin, wenn euch das Feld gehört. Ihr könnt da reingehen auf Pflanzen. Da nehmt ihr irgendeine Pflanze, rechte Maustaste und könnt euch das wegmalen im schlimmsten Fall. Ansonsten spätestens, glaube ich, wenn ihr das Feld bearbeitet, ist es weg. Ist jetzt nicht so relevantes Zeug. So, dann können wir aber jetzt in den Flugmodus gehen. So. Ja, die Eifel. Ich glaube, haben wir gerade im Stream erläutert, mal dran vorbeigefahren, aber so wirklich in der Eifel war ich nie. Mein persönlicher Kritikpunkt, ich würde das Environment rausnehmen, ist für meinen Geschmack ein bisschen zu dunkel. Zumindest müsste ich vielleicht ein bisschen gegensteuern, dann könnte es aber auch wieder mit dem Kontrast zu hell sein. Ja, ich weiß es noch nicht genau. Ich bin es zumindest nicht gewohnt. Hier kommen auf jeden Fall diese Mach mir eine Weide. Na, die Leute kommen hier auf jeden Fall auf ihre Kosten. Da haben wir jetzt schon zwei Stück gesehen. So, was haben wir hier? Das ist das zweite Gebäudepack vom Barney.
aber es passt sich halt gut in dieses... Mir fällt der blöde Name nicht ein von dem Zeug. Fügt sie hier gut ein. Das sieht definitiv nach einem Landhandel aus. Also ich gehe mal davon aus, dass es halt in der Eifel tatsächlich so aussieht, weil es ist ja ein Originalnachbau. Wir haben hier den Maprand, ist gut gelöst. Für mich, na, den einen oder anderen Kritikpunkt habe ich hier schon. Ich hätte halt höhere Bäume noch dazwischen gesetzt, dass es nicht ganz so ist. Ich mache es mir aber meistens ganz einfach. Ich würde jetzt zum Beispiel nie dieses Feld hier bewirtschaften, sondern ich bleibe dann eher noch mal ein paar Meter weiter drin und dann ist das für mich persönlich die Lösung. Na, dann hast du trotzdem diesen schönen Blick nach draußen, aber du musst ja nicht direkt das Feld hier bewirtschaften. Also ihr seht, es gibt immer eine Lösung. Man muss halt nur wollen. Man muss aber auch verstehen, wie viel Arbeit so etwas kostet und dann kann man sich auch selber mal die Mühe machen und nach einer Lösung zu suchen. Also wir merken jetzt hier schon direkt im Vergleich zu Holzer, es ist definitiv weitläufiger und größer. Es würde also hier doch den einen oder anderen eher ansprechen mit größeren Maschinen. Was ist denn das hier für ein Rauch? Ach, das sind, sollen das Wolken simulieren, die so ein bisschen durchs Tal ziehen? Das ist eigentlich auch eine ganz coole Idee. Und wenn du hinkommst, verschwinden sie so ein bisschen. Habe ich auch noch nie gesehen, tatsächlich. Eigentlich eine gute Idee. Kleinigkeiten. Aber es ist mal was Neues, ne? So, dann können wir mal weiter landeinwärts ziehen. Und kommen hier zum nächsten Hof. Mit einer Hof-BGA. Ja, von oben befüllen. Bietet sich an. Dann kannst du auch mal mit einem normalen Frontlader arbeiten, weil ansonsten hast du da immer so ein bisschen das Problem. Und mit einer Rampe hoch finde ich das irgendwie immer doof. Schön gelöst. Ich bin sowieso immer Fan davon, wenn man einen Hof auf zwei Ebenen hat. Auch relativ eng, das Ganze. Das gefällt mir immer gut. Schöner kleiner Hof. Dann haben wir hier gegenüber den Viehhändler noch dazu. Ihr habt, wenn ich das richtig sehe, Güllekauf noch dabei. Also wie gesagt, solche Details. Da müsst ihr jetzt hier diesen Reiter durchsuchen. Ne? Da dürft ihr dann selber noch mit reingucken. Die Zeit will ich euch im Video nicht stehlen. Also wir sehen auch definitiv, dass so hier mit... Ich würde fast schon sagen, Mittel- bis Großfahrzeuge kannst du hier, glaube ich, dich gut austoben. Sonst bist du eine Weile unterwegs auf diesen Schlägen. Kenne ich so aus dem Schwabenländle, na klar, nicht? Also muss ich sagen, das ist cool mit dem Nebel. Das sind so Kleinigkeiten, da kannst du mich immer holen. Na, hier definitiv Weiden habt ihr genügend. Da oben sehe ich, glaube ich, noch mal einen Hof. Also hier haben wir definitiv die ein oder andere Weide zur Verfügung. Und hier eher so ein bisschen im nördlichen Stil, ne? Ja, also hier kannst du dich mit den großen Dingen austoben. Mistplatte. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass wir uns hier nicht ums Ausmisten kümmern müssen. So. Also hier definitiv der größere Hof. Was haben wir denn sonst noch an Höfen? Wir haben jetzt... Das ist halt auch gut. Boah, wie sagt man da? Parzellen oder so? Das kennt ihr ja bei mir von der Gallenberg auch. Ist tatsächlich bei uns auch so, dass er jeder Hügel sozusagen, jeder Bereich hat da so seinen Dorfnamen. So keine Ahnung, wie man da dazu sagt. Das ist tatsächlich auch landschaftlich festgeschrieben, diese Namen. Die sind nicht nur willkürlich. Dann haben wir hier den Holzhandel. Oh, das sieht super aus. Das gefällt mir super gut. Das wirkt halt direkt, ne? Uiuiui, dazu die Biomasse-Heizkraftwerk. Schön. Topspot für mich aktuell.
Junge, wie viele Weiden sind denn hier verbaut? Also wer Bock auf Weiden hat, let's go. Dann haben wir hier so ein bisschen ein Landhandel-ähnliches. Mit Schüttguthal und Aufladen. Beziehungsweise Schüttgut Gedingsen. Was ist denn das hier? Also ihr werdet mit Sicherheit auch erstmal so überfordert sein wie ich. Jetzt weiß ich erstmal, wie es euch mit meinen Karten immer geht. Da. Da sind wir. Grafschafter. Grafschafter, das habe ich irgendwo beim Uwe im Stream gesehen gehabt, ne? Da. Grafschafter. Was machen die? Gürkchen oder so, ne? So ein bisschen im Klinkerstil, ein bisschen alt. Das ist wahrscheinlich schon ein paar Tage länger hier. Dann haben wir auch hier nochmal den Landhandel von Bernie. Auch ein schönes Gebäude. Dann sind wir schon am Map-Ende. Ja, also ist definitiv weitläufig. Uiuiui, es wirkt größer als es ist. Hier haben wir auch alles nochmal so ein bisschen weidenähnlich. Da ist es ein bisschen schwierig zum rausfinden, wo ist der Stall. Da waren wir schon. Und wo ist eine Weide? Das ist alles, guck mal, 56. Was ist da los? Da oben haben wir nochmal einen Landhandel. Das Gebäude vom Taker. Beziehungsweise dann müsste das die Mühle sein, ne? Und den Fahrzeughändler. Da steht ein bisschen was rum. Dürfte er wahrscheinlich schon abholen. Also Maprand. Aber das ist so ein bisschen ein persönliches Ding. Ich finde es cool, dass sie jetzt so ein bisschen weitergebaut haben. Ne? Der Blick an sich ist cool. Aber ich bin immer der Fan davon, solche Hotspots, gerade ein Maschinenhändler, wo du immer wieder hin musst, oder ein Landhandel, versuche ich immer weg vom Maprand zu kriegen, weil es ist halt, es ist ein schwieriges Thema, Maprand. Und deswegen möchte ich da gar nicht so immer ins offene Messer reinlaufen, dass ich sozusagen von euch kriege. Deswegen bleibe ich da immer weg. Das wäre jetzt so die einzigste Kritikpunkt an der Geschichte. Und vielleicht so dieses Environment, dieses Lichtthematik. So, da oben haben wir nochmal einen Stall. Das war der an der Straße, okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir übersehen alles. Das ist ja auch interessant, ne? Du hast hier das Haus außerhalb liegen. Ach, du hast mehrere Häuser. Dann kannst du hier auch so ein bisschen RP-Charakter machen, ne? Dass du sagst, hier, das ist mein Haus und was weiß ich, dem anderen gehört das hier. Und hier haben wir nochmal so ein bisschen Biogas. Das kleine Dörfchen. Ich versuche gerade einen Spot zu finden, wo wir außerhalb spawnen. Okay, also da ist echt viel verbaut hier. Uiuiui, du hast an jedem Haus gefühlt einen Schlaftrigger. Das könnte theoretisch eine RP-Karte werden. Also da kannst du, glaube ich, ganz gut austoben und in der Größenordnung. Für mich persönlich ist es jetzt nicht mein Favorit. Ich habe tatsächlich eher auf die Holzer gewartet. Aber es ist eine schöne Karte mit einem schönen Höhenmodell. Realismus definitiv da. Durch das, dass es ein Nachbau ist. Ich glaube, die wird auf jeden Fall ihre Anhänger finden. In dem Sinn würde ich sagen, wie immer, ladet euch die Karte runter. Auch diese ist für den guten Zweck. Auch wenn ihr sie nicht haben wollt, unterstützt da gerne die Farming Agency und den Charity-Aspekt. Und in dem Sinn kann ich euch nur bitten, gerne ein Like auf das Video. Abo kostet wie immer nichts. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut. Bis dann. Euer Yogi.